Hier einige Tipps zum Gebrauch des Venentrainers FM150. Verwenden Sie dieses Produkt nur an den Beinen und Füßen. Die Beinmanschetten sind mit einem L für links und einem R für rechts markiert. Legen Sie die Manschetten eng am nackten Bein oder über eng anliegende Kleidungsstücke an. Achten Sie darauf, dass noch zwei Finger unter die Beinmanschetten passen. Verbinden Sie den Luftschlauch mit den Manschetten. Stecken Sie anschließend das andere Ende in den mit IN gekennzeichneten Lufteinlass am Handschalter. Für optimale Ergebnisse legen Sie die Beine leicht angewinkelt oder erhöht. Schalten Sie den Venentrainer mit der Ein-Aus-Taste ein. Die voreingestellte Anwendungszeit von 20 Minuten kann mittels der Timer-Taste angepasst werden. Bitte beachten Sie, dass durch eine Veränderung der Timer-Einstellung der Timer erneut zu zählen beginnt. Die gewünschte Intensität können Sie mit dem Luftdruckregler einstellen. Beginnen Sie mit der niedrigsten Stufe, um sich langsam an die Massage zu gewöhnen. Anschließend können Sie die Intensität verstärken. Die Massage sollte zwar stark, aber noch angenehm sein. Sollten Sie Hauterkrankungen an Beinen und Füßen haben, verwenden Sie den Venentrainer nicht. Schalten Sie nach der Anwendung den Venentrainer über die Ein-Aus-Taste aus. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise. Viel Spaß mit Ihrem Venentrainer FM150 von Beurer. Bleiben Sie gesund!